Meine Damen und Herren, nachdem wir uns am Anfang dieses Semesters mit der Elektrostatik beschäftigt haben und dann elektrische Ströme behandelt haben, werden wir heute das dritte große Kapitel beginnen, nämlich die Magnetostatik. Und damit ein Kapitel, das am Anfang zunächst als etwas ganz Separates gesehen wurde. Wieder eine neue Kraft, also neben der Gravitationskraft und der elektrischen Kraft jetzt noch einmal eine neue Kraft, die magnetische Kraft. Und es war zunächst einmal überhaupt nicht erkennbar, dass es hier einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Und es ist eine der besonders interessanten Eigenschaften der Elektrodynamik, dass eben diese beiden zunächst scheinbar so voneinander unabhängigen Kräfte aufs engste miteinander verknüpft sind, sodass man sie sinnvollerweise nur gemeinsam als eine Wechselwirkungskraft, eben als die elektromagnetische Wechselwirkungskraft, ansehen kann. Wie das natürlich meistens so ist, ist diese Erkenntnis aus einem Experiment entstanden. Und dieses Experiment werden wir Ihnen unter anderem heute vorführen. Also wir stehen hier jetzt an einer Weggabelung in der Physik sozusagen. Und mit der heutigen Vorlesung werden wir eine der ganz großen Vereinheitlichungen in der Physik besprechen. Und darauf wollen wir dann unsere weiteren Besprechungen heute aufbauen. Also, es geht zunächst einmal um die Magnetostatik. Das heißt, wir werden zunächst einmal wieder klein anfangen und uns konstante Magnetfelder anschauen. Aber zunächst einmal haben wir ja noch gar nichts von Magnetfeldern kennengelernt. Die ersten Erfahrungen waren ganz ähnlich vor langer Zeit, schon in der Antike, wie bei den ersten Erfahrungen in der Elektrizitätslehre. Man hat halt Gesteine, Erze gefunden, die merkwürdige Wechselwirkungen aufgewiesen haben. Und nachdem man solche Erze in antiker Zeit in Kleinasien, der heutigen Türkei, bei der damaligen Stadt Magnesia gefunden hat, so waren das Magnete. Und dabei ist es geblieben. So wie heute der Bernstein Elektron heißt und daraus ist also die Elektrizität geworden. Nicht? Also die harmlose, unschuldige Stadt Magnesia ist daran schuld, dass wir jetzt Magnetfelder zum Beispiel besprechen. Und die brauchen durchaus nicht sich auf Magnesia beziehen. Naja, und was also nun die ersten und wichtigen experimentellen Befunde diesbezüglich betrifft, ist, man findet ganz ähnliche Sachen, wie bei der Elektrizitätslehre. Ein experimenteller Befund ist zum Beispiel der, dass es zwei Arten von magnetischen Polen gibt. Und das kann man also zeigen, wenn man das mit so kleinen Stabmagneten macht. Wo sind die Stabmagneten? Die da. Wenn man da zum Beispiel zwei so Stabmagneten herlegt und ein bisschen finster macht, sodass Sie mehr davon sehen, dann kann man erkennen, dass sich diese Stabmagneten anziehen. Oder aber, wenn man sie umdreht, auch abstoßen.
Und das kann man wesentlich deutlicher sehen als bei den elektrischen Phänomenen. Da hat man so herumspülen müssen mit den Papierschnitzeln, kleine Kräfte. Da hat man was recht Wesentliches. Also wenn Sie sich das anschauen, gar keine Frage. Das mag, die mögen sich nicht. Und wenn man es aber umdreht, dann mögen sie sich sehr stark. Also, es zeigt sich hier einmal, es gibt so ähnlich wie bei der Elektrizität zwei Arten von magnetischen Polen. Und man kann auch wieder entsprechend zeigen, dass sich gleichnamige Pole anziehen und ungleichnamige abstoßen. Gleichnamige abstoßen, was habe ich jetzt gesagt? Aber da braucht man nicht so zart umgehen, wie wir bei der Elektrizität gemacht haben, mit diesen Holundermarkkügelchen, dass einem die halt die Freude machen, dass sie ein bisschen, das hat man handfest vor, das macht zack und zack, das sind also relativ große Kräfte, die man hier beobachten kann. Dass das so große Kräfte sind, hat Eigenschaften, hat Gründe, die in den Eigenschaften der Materie begründet sind, weil man es hier mit ferromagnetischen Werkstoffen, also insbesondere mit Eisen, zu tun hat. Und dass das so stark hier funktioniert, ist also auf den Ferromagnetismus zurückzuführen, den werden wir ein bisschen später besprechen, und das ist ein Quanteneffekt. Also, dass das so stark sichtbar ist, ist zurückzuführen auf einen Quanteneffekt. Das ist was Ähnliches von der Qualität her, wie zum Beispiel Supraleitung oder so irgendetwas. Nur die meisten anderen Quanteneffekte sind bei so exotischen Bedingungen, aber die ferromagnetischen Eigenschaften, die gängen in unseren Bedingungen auch. Also großer Vorteil für uns natürlich. Naja, und dann ist es natürlich so, man kann hier zwei so Dipole, denn offensichtlich gibt es ja da zwei unterschiedliche Pole, die einen, die sich anziehen, und wenn man jetzt einen ändert, dann stoßen sie sich ab. Man kann zwei so Dipole zusammenfassen und man kriegt damit wieder einen Dipol. Und wieder kann der angezogen werden, wieder von einem anderen oder abgestoßen. Sehen Sie, der hat sich jetzt sogar sofort umgedreht, es hat ihm nicht gepasst. Sie legen den da her und er ist schon wieder da. Also das funktioniert wunderbar. Sie können aus zwei so kleinen Dipolen einen größeren Dipol machen. Na, jetzt können Sie sich natürlich auch überlegen, dann zerbrechen wir es noch einmal und irgendwann einmal müssten ja dann die Pole allein überbleiben. Nicht? Also man könnte da den Abpol A und B oder Plus und Minus. Und wenn man das oft genug zerbricht, dann bleibt halt einmal das eine Endel mit Plus über und dann das andere mit Minus. Es zeigt sich, nach allem, was man hat sich das genau angeschaut, experimentell gesehen hat, das geht nicht. Es bleiben immer wieder Dipole über. Und hier zeigt sich also schon ein ganz erheblicher Unterschied zur Elektrostatik, wo man ja wirklich separate Ladungen hat. Die einen sind Plus und werden da angehäuft und andere woanders Minus und die wechselwirken. So Punktladungen. Na, so magnetische Punktladungen wäre auch schön, aber irgendwie bringt man das nicht zustande. Das hat aber die Leute natürlich geärgert und die haben sich gedacht, dann muss man zu einem Trick greifen. Zum Beispiel, man macht so einen Dipol so lang, dass da auf der einen Seite eine solche Kugel ist und da gibt es dann so einen langen Teil und da ist dann die andere Kugel und die hat dann Plus
und Minus und auf das vergisst man dann und das ist wie ein Monopol. Und das hat dann eine Wechselwirkung zum Beispiel mit einem anderen Monopol, der dann zum Beispiel so ausschauen würde und hat da wieder ein Plus und ein Minus. Und da gibt es da eine Wechselwirkungskraft. Da wurden auch ein Coulombsches Gesetz dafür ausgestellt in der älteren Literatur, die noch gar nicht so alt ist. Lehrbücher, die ich noch bei meinem Studium verwendet habe, da ist noch ein erstes und ein zweites Coulombsches Gesetz vorgekommen. Weil wenn man das also die weit wegrückt und nur die zwei anschaut, dann haben die wieder eine 1 durch R-Quadrat Abhängigkeit und so weiter. Und das ist aber irgendwie doch ein Schwindel. Denn wenn man also das da unterbricht, dann ist es wieder ein Dipol und es passt wieder nicht. Also das ist eine übertriebene Weise, eine analoge Darstellung für Dinge zu finden, die eigentlich nicht wirklich analog sind. Und wir werden natürlich diesen Vorgang nicht beschreiten, sondern werden also mit dem Stand der gegenwärtigen Kenntnis das entsprechend systematisch aufbauen. Das nächste, was wir uns jetzt anschauen wollen, ist, wie kann man denn in der Umgebung von solchen magnetischen Dipolen, magnetischen Körpern, die Kraftwirkungen charakterisieren. Und da ist es sinnvoll, sich gewisse Indikatoren zu beschaffen. Und damit die entsprechend gut funktionieren, müssen die auch eine ferromagnetische Eigenschaft haben. Man wird also zum Beispiel als Indikatoren für die Kraftwirkung in einem Magnetfeld Eisenfeilspäne verwenden können. Also wir schauen uns an, wie man also jetzt ein Magnetfeld charakterisieren kann. Eines Magnetfeldes und das tun wir durch die Kraftwirkung auf gewisse Indikatoren. Und als solches eignen sich etwa Eisenfeilspäne oder Magnetnadeln. Und da kann man also zunächst einmal schauen, ob wir denn vielleicht die Umgebung eines solchen Dipols, und das haben wir uns jetzt schon angeschaut, dass die also immer so im Dipol Art eben auftreten, diese Dipol, ob man eben das Magnetfeld in der Umgebung eines solchen Dipols mit Hilfe von solchen Eisenfeilspänen quasi charakterisieren und experimentell sichtbar machen kann. Und das wollen wir uns einmal anschauen, was dabei dann herauskommt. Wird also der Herr Litschauer jetzt solche Eisenfeilspäne auftragen, die sich auf einer Glasscheibe leicht bewegen können und sich also, das sind so längliche kleine Späne, und Sie können schon sehen, dass sich die also so anordnen, tun wir noch ein bisschen weiter, vielleicht ein bisschen außen noch herum da bei den Polen. Genau. Sie erkennen da also so Feldlinien, die sich da ausbilden, so längs dieser Eisenfeilspäne und es ergibt sich hier so ein typisches Feld, wie man es von einem Dipol erwarten würde. Auch bei einem elektrischen Dipol gibt es derartige Felder, wie wir uns das ja auch in der Elektrostatik so bei zwei Punktladungen und wenn man die Felder überlagert, auch ähnlich gefunden haben.
Also man kann mit Eisenpfeilspänen das Feld rund um so einen magnetischen Dipol charakterisieren. Vielen Dank. Also bis auf das, dass man also keine Monopole hat, schaut alles ja recht gut aus. Jetzt zeigt sich noch eine weitere wichtige Sache, noch ein experimenteller Befund, nämlich auch die Erde hat ein magnetisches Feld, das Erdmagnetfeld. Man stellt also fest, es ist ein Erdmagnetfeld vorhanden. Und ein solches Erdmagnetfeld kann man mit einer Magnetnadel auch feststellen. Eine Magnetnadel haben wir ja, glaube ich, da hier bei dem Versuch hergestellt. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sehen, dass sich die in einer gewissen Richtung ausrichtet, diese Magnetnadel. Über den Spiegel kann man das deutlich sehen. Und jetzt wäre ein bisschen extemporieren und da mit dem Magneten da in die Nähe kommen. Und Sie werden sehen, diese Magnetnadel ändert ihre Richtung. Aber wenn man sie dann wieder in Ruhe lässt, dann stellt sie sich wieder in die ursprüngliche Richtung ein. Und dass das jetzt parallel zu dem Draht ist, der da gespannt ist, das sagt gar nichts. Weil der Draht, durch den fließt kein Strom, der tut gar nichts. Den könnte man ruhig irgendwo anders hinschieben und das ändert mit dieser... Dürfen wir das ein bisschen vorziehen, einmal kurz? Ziehen Sie es ein bisschen vor, damit nicht der Eindruck entsteht, wir schwindeln da. Jetzt haben wir natürlich aus dem Blickfeld... Das geht hier noch aus? Also Sie sehen, das ist nach wie vor so. Und ich kann nach wie vor das da ändern. Und wenn ich das umdrehe, dann treibe ich es auch in die andere Richtung. Aber was ich mit dem Ding auch tue, wenn ich wieder weggehe, stellt sich diese Nadel wieder in der gleichen Richtung ein. Und die Begründung kann nur sein, da gibt es also herin ein großes Magnetfeld, jetzt können Sie natürlich denken, wir schwindeln und haben da draußen in der Vorbereitung irgendeinen großen Magneten aufgestellt. Nicht? Aber Sie können mir glauben und Sie wissen ja, es gibt Kompassnadeln, wenn man in den Bergen unterwegs ist und wissen, wie wo Norden und Süden ist, dann hat man so einen kleinen Kompass und dann zeigt sich also, das ist auf der Erde allgegenwärtig. Die Erde hat selbst ein Magnetfeld. Woher das kommt und wieso das so ist, wollen wir hier nicht weiter besprechen. Kommen wir wieder bitte unter den Draht zurück, den brauchen wir nachher noch für was anderes. Also es gibt ein Erdmagnetfeld, das hat man mit diesem Experiment schön sehen können. Und es zeigt auch, und das ist irrsinnig praktisch, von Norden nach Süden. Daher die Idee mit den Polen. Nicht genau, es zeigt sich, da gibt es ein bisschen eine Abweichung, wenn man lang genug wartet, aber in einem Lebensalter nicht, ändert sich das auch ein wenig. Aber im Wesentlichen ist das immer Nord-Süd gerichtet. Und das ist auch der Grund, warum man in weiterer Folge nicht von Plus- und Minuspolen, sondern von Nord- und Südpolen spricht bei Magneten. Denn man sagt dann, wenn man so eine Magnetnadel als Indikator hernimmt für dieses Erdmagnetfeld, dass dann der Pol, also die Seite der Magnetnadel, die zum Nordpol hin zeigt, den Pol nennt man den Nordpol. Also die Magnetnadel hat dort den Nordpol, wo die Magnetnadel nach Norden zeigt. Schaut gut aus, aber damit kommt natürlich komischerweise heraus, dass der Magnetpol der Erde, der beim Nordpol ist, ein magnetischer Südpol ist. Weil sich ja ungleiche Pole anziehen. Und der Nordpol der Magnetnadel wird vom Südpol des erdmagnetischen Dipols angezogen. Also diese zunächst irgendwie offenkundige, klare Definition, der Nordpol ist das, was nach Norden zeigt, ist natürlich insoweit nicht so ganz sinnvoll, als dann der irdische magnetische Südpol sich am
geografischen Nordpol befindet. Aber das hat offensichtlich kaum jemanden bis jetzt wesentlich gestört. Und Sie werden in weiterer Folge auch sehen, aber das braucht nur ein bisschen, dass es gar nicht so eindeutig festgelegt ist, was man unter Nord- und unter Südpol versteht. Oft ist es so, bei so Stabmagneten zum Beispiel, dass man den auf einer Seite blau anmalt und sagt, das ist der Nordpol. Aber es zeigt sich, das sage ich jetzt einmal vorweg, dass hier eine ähnliche Situation vorhanden ist, wie zum Beispiel bei dem Ihnen schon bekannten Vektor der Winkelgeschwindigkeit. Wenn man den in einem Linkskoordinatensystem anschaut, klappt er auf die andere Seite. Und so etwas Ähnliches passiert auch diesem armen Nordpol, dass wenn man denselben Magneten, wirklich denselben, nur aus der Sicht eines Linkskoordinatensystems betrachtet, dann stimmt die Anfärberei nicht mehr. Dann müsste man eigentlich auf der anderen Seite blau anmalen und dort der Nordpol. Daher einigt man sich darauf heutzutage, dass man sie gar nicht mehr anmalt. Und man muss halt dann wissen, wovon man spricht. Ich will Sie damit jetzt nicht verwirren. Das kläre ich alles auf zu gegebener Zeit. Ich will Ihnen nur jetzt sagen, so ganz einfach, wie man sich das bei den Ladungen kennengelernt hat, so ganz einfach ist es also bei den magnetischen Erscheinungen nicht. Also, wir haben also viele Analogien gefunden, formale Analogien zwischen dem magnetischen und dem elektrischen Feld. Man hat daher historisch zunächst beschrieben, so einen Magneten durch eine Polstärke. Man führt also eine Polstärke, ein Coulomb-Gesetz und eine Feldstärke. So als Kraft pro Polstärkeneinheit, ganz ähnlich wie man das bei der Elektrostatik gemacht hat. Alle diese drei Größen, so wie sie hier stehen, obwohl teilweise auch heute noch gebräuchlich, insbesondere diese magnetische Polstärke, sind aus heutiger Sicht so nicht sinnvoll einzuführen, weil man eben einzelne magnetische Pole nicht abtrennen kann. Also eine ganz wichtige weitere, ein experimenteller Befund. Man kann keine magnetischen Monopole abtrennen. Das ist natürlich eine gefährliche Aussage, weil es ist immer so die Sache, was man heute nicht kann, kann man morgen vielleicht. Also genau genommen, es ist bisher nicht gelungen, magnetische Monopole abzutrennen. Und daher muss man mit diesem Faktum natürlich eben leben. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass unter anderen Energiebereichen und Größenordnungen und so weiter es doch derartige magnetische Monopole geben könnte. Und dann müsste man also die entsprechende theoretische Beschreibung, die Modelle etwas umgestalten,
aber natürlich in einer solchen Weise, dass auch klar ist, wieso wir mit unseren jetzigen Kenntnissen diese magnetischen Monopole nicht finden konnten. Also wir können nichts anderes machen, als eben diese experimentellen Befunde zur Kenntnis zu nehmen und damit zu leben. Also kann man kein Coulomb-Gesetz einführen. Kein Coulomb-Gesetz für die magnetischen Monopole, die es ja nicht gibt. Dann auch keine zusätzliche Basiseinheit. So ein Einheitspol oder so irgendetwas, nicht? Und auch nicht, so wie in der Elektrostatik, keine magnetische Feldstärke als Kraft pro Polstärkeneinheit. Das wäre ja natürlich sehr praktisch. So einfach geht das aber nicht. Daher zeigt sich, es gibt also einen wesentlich weniger direkten Zugang zur Magnetostatik, als wir es von der Elektrostatik kennengelernt haben. Und das ist auch der Grund, warum wir die Elektrostatik zuerst gemacht haben und die Magnetostatik jetzt machen, weil das ein bisschen komplizierter ist. Aber das heißt nicht, dass es sich nicht letzten Endes auch, wie Sie ja sehen werden, die Elektrodynamik ist eine sehr schöne Theorie, in ein einheitliches Gesamtbild eingliedern lässt. Aber anders, als man es glaubt, weil man glaubt, man kann so naiv hier vorgehen. Also man hat zunächst die magnetischen Erscheinungen unabhängig gesehen von den elektrischen Erscheinungen. Und ich möchte auch zuletzt und zum Abschluss dieser eher phänomenologischen und einfachen Beschreibung der Magnetostatik Ihnen noch einen Versuch zeigen, den wir hier haben, zwei Aufbauten, wo man dreidimensional die Magnetfelder zeigen kann. Vielleicht zuerst bei dem Dipol hier, weil das entspricht dem, was wir vorhin auch am Overhead-Projektor gesehen haben. Da wird Ihnen der Herr Litschauer zeigen, dass man da, wenn man da so eine größere Menge von Eisenpfeilspänen da rund um einen solchen da hineinragenden Pol dieses Dipols da anordnet, dass man da so richtig igelförmig nach allen Seiten weggehend die magnetischen Feldlinien beobachten kann in dieser Flasche da drinnen, nicht? Und das andere ist, dass wir auch bei einem sogenannten Hufeisenmagneten, das ist so ziemlich die größte magnetische Kraft, die wir da hier zustande bringen, bei so einem Hufeisenmagneten, wo da der eine Pol und da der andere Pol ist, einfach so einen Stabmagneten zusammengebogen praktisch und schaut aus wie ein Hufeisen. Und daher gibt es also jetzt da dazwischen dann ein magnetisches Feld und das kann man sich auch wieder mit Hilfe einer Menge von Pfeilspänen anschauen und das tun wir bitte. Sehen Sie? Die werden da schon angezogen, das ist ein ziemlich mächtiger Magnet. Und ich muss sagen, ich finde das ganz besonders schön, dass man da so richtig mit diesen Pfeilspänen da den ganzen Verlauf der Feldlinien um einen Pol zum anderen Pol dreidimensional beobachten kann. Da hat man so richtig Felder zum Angreifen gewissermaßen, nicht? Was ihnen eben helfen soll, die Dinge zu
begreifen, indem man sie da hier so wirklich anschaulich beobachten kann. Sehr schön, danke, Herr Litschauer. Naja, so schön, so gut oder auch nicht. Ich habe Ihnen bis jetzt nur gesagt, was man alles nicht kann. Ja, aber kennen wollen wir ja irgendwas. Und das ist dann dadurch passiert, dass es eine wichtige Erfahrung gegeben hat, und zwar in Dänemark im Jahr 1820 ist der Herr Ørsted auf eine wichtige Neuerung gestoßen, angeblich rein zufällig. Zum damaligen Zeitpunkt, also 1820, also ich bin nicht jemand, der auf Jahreszahlen irgendwo herumreitet, aber das ist eine so wichtige Geschichte gewesen, dass es nicht schaut, dass man sich das irgendwie einordnen kann. Nicht? 1820, das ist ein bisschen nach Beginn, das ist nach dem Wiener Kongress gewesen, der war 1815. Also das ist schon doch ganz schön lang her. Aber ich meine, im Zuge der Weltgeschichte vom alten Ägyptischen Reich bis heute ist das eigentlich ganz knapp erst passiert. Nicht? Und was wir dann daraus alles gemacht haben. Also 1820 ist der Herr Ørsted draufgekommen, dass magnetische Erscheinungen eng mit elektrischen Erscheinungen verknüpft sind. Man hat damals bereits gewusst, wie man mit elektrischen Strömen experimentieren kann. Man kannte auch schon die Magnetnadeln als Indikatoren für magnetische Wirkungen. Naja, und da kann es schon einmal passieren, dass auf einem Experimentiertisch in einem Labor, wo ja auch nicht immer alles so perfekt aufgeräumt ist, brauchen Sie nicht mal zu mir ins Labor kommen, das ist also, wo gearbeitet wird, das schaut es halt aus. Nicht? Und da ist es also wohl einmal passiert, dass der da halt einen Strom fließen hat lassen und da drin hat sich da eine Magnetnadel verändert. Nicht? Also das muss so zunächst eine ganz schöne Überraschung gewesen sein. Nicht? Und das wäre ja wieder so eine Situation, wo man dann sofort an das Walten dunkler Mächte glauben könnte und dann Horror gepeinigt davon rennt und das Labor versiegelt und niemand geht mehr rein. Nicht? Aber das ist eben das Dümmste, was man machen kann. Und der Herr Ørsted hat es gescheiter gemacht und hat sich halt bemüht, die Dinge dann näher zu betrachten. Hat die Magnetnadel wohl an verschiedenen Stellen aufgebaut und letzten Endes dann einen Versuch gemacht, den wir hier nachstellen. Ein ausgesprochen einfacher Versuch, den Sie aber zeitlebens nicht mehr vergessen sollten. Und bei dem es Ihnen leicht passieren kann, dass Sie einmal in nächster Zeit dann jemand danach fragt, was das also für ein Experiment war. Nämlich eine geradlinige Stromleitung, also ein geradliniger Leiter, der dann Strom durchflossen ist, vorläufig noch nicht, aber wenn man da einschaltet, kann man ihn entweder in der einen Richtung oder in der anderen Richtung mit Strom durchfließen lassen. Und dann drunter angeordnet eine Magnetnadel als Indikator für ein Magnetfeld. Und wie Sie jetzt gleich sehen werden, wenn man also da Strom durch diesen Leiter hindurchschickt, dann wird diese Magnetnadel dadurch in signifikanter Weise beeinflusst werden. Und das wird uns der Herr Litschauer jetzt vorführen, bitte. Natürlich wirkt immer noch ein bisschen das erdmagnetische Feld, aber Sie haben gesehen, dass die Magnetnadel sich quer stellt. Okay. Haben Sie jetzt schon den anderen Strom? Und jetzt machen wir mal die andere Richtung. Und wenn man den Strom in der anderen Richtung fließen lässt, dann geht auch die Magnetnadel in der anderen Richtung und stellt sich quer. Natürlich, wir können das Erdmagnetfeld nicht ganz ausschließen. Daher wird das immer noch so ein bisschen dazu neigen, dass das da stört gewissermaßen. Wenn man den Strom viel stärker machen würde, dann würde die Magnetnadel noch mehr quer stehen, aber dann
glüht uns wieder der Draht weg. Also auch hier muss man halt gewisse Kompromisse machen, um die Dinge entsprechend gut zeigen zu können. Ich glaube aber, dass Ihnen dieses Experiment schon zeigen kann, dass es hier einen ganz unglaublich wichtigen Zusammenhang gibt zu dem, was wir bisher in der Elektrizitätslehre, Elektrostatik und Ströme kennengelernt haben, und zu dem zunächst völlig separaten Magnetismus. Vielen Dank für den schönen Versuch. Also das ist der berühmte Oersted'sche Versuch. Und der beruht also darauf, dass man hier einen stromdurchflossenen Leiter hat. Da gibt es also da hier so eine Stromquelle für diesen Leiter. Da fließt dann der Strom halt. Und drunter aufgestellt eine Magnetnadel, die sich eben so von oben, also wenn man da so von der Seite schaut, quer zu diesem Leiter einstellt. Also quer, das heißt senkrecht zur Richtung des Leiters im idealen Fall stellt sich die Magnetnadel ein. Dass wir das da in einem Wasserbecken machen, hat den Sinn, dass man eine gewisse Dämpfung braucht, dass die nicht ewig zum Hin- und Herschwingen anfängt, diese Magnetnadel. Und die Dämpfung, das haben wir ja schon im Wintersemester gesehen, das ist ein, so wie der aperiodische Grenzfall, dass das nicht ewig braucht, bis er sich dann beruhigt, sondern einfach durch dorthin läuft und stehen bleibt. Dafür machen wir das also in einem solchen Wasserbecken. Sonst hat das keine Bedeutung. Und wenn man das drunter macht, ist es am einfachsten. Man kann es genauso drüber machen. Aber wenn man die Magnetnadel woanders hinstellen würde, dann würde das so gut nicht funktionieren. Na, jetzt muss man also überlegen, was hat das zu bedeuten? Was kann man daraus lernen? Offensichtlich sind die magnetischen Wirkungen rund um diesen geradlinigen stromdurchflossenen Leiter so, dass also die Magnetnadel sich quer einstellt. Ja, was bedeutet das für das gesamte Magnetfeld rundherum? Das können wir Ihnen auch zeigen. So einen Art Oersted-Versuch für Fortgeschrittene. Wenn wir nämlich wieder auf die Eisenfeilspäne als Indikatoren zurückgehen und hier jetzt ein Stück eines geradlinigen Stromleiters senkrecht laufen lassen und dann rund um den Stromleiter herum Eisenfeilspäne auflegen. Und wenn wir also da dann jetzt einen Strom durchschicken, jetzt der Leiter verläuft da so, geht dann so rauf und dann so weiter und rund um den Bereich, wo der Leiter senkrecht verläuft, ist dann so eine Plexiglasplatte, wo man die Eisenfeilspäne drauf gibt. Schauen wir uns das an, was passiert. Da muss man vielleicht noch ein bisschen draufklopfen. Fließt auch wirklich der Strom? Naja, da kennt man schon. Ich glaube, jetzt sieht man schon. Also ich sehe es jedenfalls da schon. Ich hoffe, man sieht es auch in der Projektion. Ja, durchaus. Also ich glaube, jetzt können Sie schon erkennen. Es ergibt sich rund um diesen Leiter in Kreisen angeordnet dieses magnetische Feld. Vielen Dank. Und das bedeutet, wenn man sich das jetzt dreidimensional überlegt, dass es also etwas gibt rund um den Leiter herum, was man auch aus der Hydrodynamik kennt, nämlich einen Wirbel, einen Feldwirbel rund um diesen geradlinigen stromdurchflossenen Leiter. Das ist also die wesentliche Aussage, die sich letzten Endes aus dem Oersted-Versuch in diesen zwei Varianten ergibt. Ein stromdurchflossener Leiter
umgibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel. Und der, den kann man sich dann natürlich auch ganz klar um diesen Leiter herum denken, der bewirkt also, dass sich die Magnetnadel tangentiell zu der Richtung dieser Wirbel, dieser Feldlinien in diesem Feldwirbel einstellt. Also, das ist die wesentliche Aussage, die man aus diesem experimentellen Befund gewinnen kann. Und damit ist also der Ausgangspunkt gegeben zu einer Vereinheitlichung der elektrischen und magnetischen Phänomene. Um das noch etwas weiter zu treiben, kann man dann auch dazu übergehen, neben dem geradlinigen Leiter eine Spule zu betrachten. Eine stromdurchflossene Spule. Und eine solche Spule habe ich hier einmal aufgezeichnet für Sie am Overhead-Projektor. Eine derartige stromdurchflossene Spule hat jetzt die Eigenschaft, dass natürlich lokal rund um diesen stromdurchflossenen Leiter sich da wieder so ein magnetischer Feldwirbel ausbildet. Aber diese ganzen Feldwirbel rundum überlagern sich dann derart, dass letzten Endes dann im Innenbereich, da hier die Feldlinien so durchgehen und sich außen wieder so schließen. Ich hoffe, man kann das an dieser Darstellung sehen. Ich möchte es jetzt nicht an die Tafel zeichnen, das ist irgendwie mit der Hand schlecht zum Zeichnen. Aber die einzelnen, im Nahfeld der einzelnen Spulenwindungen haben Sie diesen magnetischen Feldwirbel. Aber wenn Sie etwas weiter weggehen, dann beginnt sich das so zu überlagern und letzten Endes kriegen Sie im Wesentlichen glatte Feldlinien und innen durch hier das Feld in einer Richtung, das sich dann nach außen wieder schließt. Sie haben also in einer solchen Magnetspule, stromdurchflossenen Spule, haben Sie ein Magnetfeld, das letzten Endes einen Dipolcharakter aufweist. Da ist ein Nordpol, da ist ein Südpol und diese Spule hat dann so das Erscheinungsbild, wie man es vorher schon jetzt bei einem solchen magnetischen Dipol, so einem Stabmagneten, gesehen hat. Und auch das können wir uns experimentell anschauen mit dem Overhead-Projektor. Da gibt es also auch so ein Spulenmodell. Das ist jetzt sehr deutlich zu sehen. Diese Spule, die geht so halb oder oberhalb von dem Plexiglas und halb oder unterhalb von dem Plexiglas. Und man kann also jetzt wieder den Strom einschalten und dann wieder die Pfeilspäne als Indikatoren verwenden. Und man sieht hier sehr schön die Ausbildung des zugehörigen Feldes. Muss man wieder entsprechend vielleicht ein bisschen hart draufklopfen rundherum, damit sich die anordnen können. Sehen Sie? Also im Innern einigermaßen glatt durch und außen herum ist natürlich das Feld viel schwächer. Aber man sieht schon, wie sich das dann außen herum wieder schließt. Vergleichen Sie das vielleicht also jetzt mit diesem Bild hier. Und Sie können also sehen, Sie haben eine recht analoge Darstellung zwischen dem, was da experimentell zu sehen ist, und das, was wir also aufgrund dieser Oersted'schen Entdeckung hier bei den Spulen zu erwarten haben. Und vielleicht zeigen Sie uns jetzt noch einmal das Feldlinienbild von einem Stabmagneten. Das hatten wir, schieben Sie es einfach auf die Seite. Und wenn man da jetzt den Stabmagneten mit dem Feldlinienbild noch einmal dazulegt, ich glaube, wir haben sogar noch ein Feldlinienbild.
dann werden Sie auch erkennen, dass Sie auch hier ein durchaus ähnliches Bild haben. Also Sie sehen jetzt hier drei verschiedene Bilder, die alle ein ähnliches Verhalten zeigen. Sie können hier schon erkennen, dass also dieser Dipolcharakter, den wir da so zunächst überraschend bei den magnetischen Phänomenen gefunden haben, sich da mit dieser Earth-Station Entdeckung durchaus gut vereinigen lässt. Nur was bis jetzt nicht klar ist, wo sind jetzt da diese Ströme, wo ist da die Spule? Wir haben ja da keine Spule, sondern einen Permanentmagneten. Diese Frage, wie das mit den magnetischen Materialien dann funktioniert, das müssen wir noch ein Stück verschieben, weil wir da noch mehr kennenlernen müssen, um das vernünftig interpretieren zu können. Aber eines kann man schon sehen aus diesen drei Bildern hier, dass man schon einen sehr innigen Zusammenhang zwischen den magnetischen Phänomenen, wie man sie bei dem Stabmagneten hat, und den elektromagnetischen Phänomenen, also dem Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters hat, die führen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Vielen Dank, Herr Litschauer. Also es gibt offensichtlich einen generellen Zusammenhang zwischen magnetischen Feldern und elektrischen Strömen. Zusammenhang von magnetischen Feldern mit elektrischen Strömen. Das sind jetzt alles experimentelle Befunde. Etwas verwirrend vielleicht, etwas verwirrender, als wir das kannten bei der Elektrostatik, aber immerhin. Wir haben doch einiges aus diesen experimentellen Befunden lernen können. Und jetzt natürlich, jetzt kommt wieder die Verdauungsphase sozusagen. Und die wird uns eine Zeit lang beschäftigen. Also jetzt müssen Sie dann wieder eine Zeit lang mit mir vorlieb nehmen ohne Experimente. Weil es ist ja sinnvoll, dann weiterzugehen, wenn wir diese Dinge hier alle in eine vernünftige Form gebracht haben, sodass man damit was machen kann. Das ist natürlich dann auch ein ganz wesentlicher Punkt. Eine Sache, die ich da jetzt für um diese Verdauungsphase, also die Formalisierung dieser Dinge vorantreiben zu können, an den Anfang stellen möchte, ist der Begriff der magnetischen Flussdichte. Wir führen hier den Begriff ein der magnetischen Flussdichte. Das ist ein Vektorfeld, das wir B-Pfeil nennen. Und jetzt erwarten Sie von mir natürlich eine klare Definition. Darunter versteht man dies und dies. Die kommt nicht. Diese magnetische Fluss, also jetzt nicht, diese magnetische Flussdichte betrachten wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach als einen Vektor, der beschreibt bzw. charakterisiert die Wirkungen magnetischer Felder. Das ist natürlich schon schwach. Das ist üblicherweise, sage ich, sowas macht man in der Physik nicht. Die Dinge müssen Hand und Fuß haben. Man muss dem auch dann entsprechend eine Dimension geben können und so weiter. Zum jetzigen Punkt, Zeitpunkt, genau jetzt geht das noch nicht. Aber wir werden jetzt die experimentellen Befunde
zusammen mit etwas konkreteren quantitativen Messungen, die wir hier natürlich nicht durchführen können, wie stark die Kräfte auf die Eisenpfeilspäne oder auf die Magnetnadeln sind und so weiter, zusammenfassen zu einer experimentellen Grundtatsache. Von der wir ausgehen wollen. Und die basiert einfach auf dem Oersted-Versuch, aber eben etwas quantitativer, weil man, wenn man das also genauer macht, nachschauen kann, wie sich denn die Kraftwirkung auf diese Magnetnadel etwa ändert, wenn man mit der Magnetnadel weiter weggeht oder näher hingeht zu diesem stromdurchflossenen Leiter. Und da zeigt sich also, für geradlinigen, natürlich unendlich langen, dünnen, stromdurchflossenen, muss alles kennen, Leiter gilt, dass der Betrag der magnetischen Flussdichte proportional ist. Na, was glauben Sie, wozu wird er proportional sein? Wenn der Strom doppelt so stark ist, was wird es sein? Feld wird doppelt so stark sein. Nicht? Das kann man sich da vorstellen. Man legt einen zweiten Leiter daneben, der noch einmal so viel Strom hat. Dann werden sich die Felder überlagern, wird ein doppelt so großes Feld rauskommen. Nicht? Also, dass das Feld, was da entsteht, proportional zum Strom ist, ich glaube, das kann man sich leicht vorstellen. Das kann man auch zeigen. Das haben wir da nicht gemacht, aber das kann man also zeigen. Na, was wird es denn noch geben? Wovon wird denn die Kraft, also die Wirkung dieses Feldes noch abhängig sein? Ob man weiter weg oder näher bei dem Leiter ist. Na, was glauben Sie? Wenn man weiter weg geht, wird das Feld größer oder kleiner werden? Na, kleiner, nicht? Na, und jetzt nach dem, was wir bisher schon so erlebt haben in der Elektrostatik, wie könnte denn die Abhängigkeit diese Flussdichte vom Abstand von dem Leiter gehen. Was glauben Sie? Sagen Sie einmal. Sagen Sie ruhig, es macht ja nichts. Na, keiner traut sich. Sie müssen sich irgendwas vorstellen. Quadratisch. Irrtum. Wie war denn? Macht ja nichts. Ich mache mich nicht über Sie lustig. Ich freue mich ja, dass Sie alle nachdenken. Ich freue mich darüber. Erinnern Sie sich an die Geschichte mit der Strom, mit der Ladungsverteilung längs eines Zylinders. Da habe ich Ihnen da damals gezeigt, dass da das elektrische Feld, die Feldstärke mit 1 durch R zurückgeht. Erinnern Sie sich an das? Während bei der Punktladung, also nach alle Richtungen so, 1 durch R Quadrat. Jetzt haben wir keine Punktpole, aber wir haben einen geradlinigen, unendlich langen Leiter. Das entspricht irgendwie von der Geometrie her dieser geradlinigen Anordnung auf einem unendlich langen Hohlzylinder, wenn Sie sich an das erinnern. Ja? Und daher kann man davon ausgehen, das wird wieder mit 1 durch R gehen. Und das zeigt auch das Experiment. Aber das ist eben jetzt nicht, weil das halt so ein Schmankerl der magnetischen Felder ist, sondern wegen der Geometrie. Aber wir können uns das ja nicht aussuchen, weil Punktpole gibt es nicht. Man kann sie nicht abtrennen. Das Beste, was sie tun können, ist an seinem geradlinigen Leiter, so wie der Oersted, dann haben sie also eine zylindrische Geometrie und dann schauen sie nach, was mit dem Feld rundum passiert. Und in so zylindrischen Geometrien geht das Feld dann nur mit 1 durch R zurück. Also, da wird dann stehen 1 durch R. Das war eigentlich schon alles. Jetzt kommt noch die Sache, was steht dazwischen für ein Faktor.
Das ist so etwas Ähnliches im Prinzip, wie wir es auch beim Coulomb-Gesetz gehabt haben. Was haben wir denn dort gefunden? Die Kraftwirkung, dort war es aber konkreter. Da haben wir wirklich eine Kraftwirkung gehabt, während da kommt nur so dieses B heraus, wo ich Ihnen noch nicht recht erklärt habe, was das eigentlich wirklich tut. Das verschieben wir. Aber bei dem Coulomb-Gesetz haben wir gesagt, die Kraft ist proportional zur einen Ladung, proportional zur anderen und proportional zu 1 durch R². Da haben wir der Betrag der magnetischen Flussdichte ist proportional zum Strom und proportional zu 1 durch R. Und beim Coulomb-Gesetz haben wir dann dazu geschrieben 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und dann gleich nachher gefunden, dass das recht praktisch ist, weil wenn man das so macht, dann kommt das Gaußsche Gesetz wunderbar heraus. Und so etwas Ähnliches machen wir da auch. Wir schreiben einen Faktor dazu und den nennen wir μ 0 durch 2 Pi mal I durch R. Und dieses μ 0, das ist jetzt dann die magnetische Feldkonstante. So wie das Epsilon 0 die elektrische Feldkonstante ist. Also wir nennen das μ 0 die magnetische Feldkonstante. Und dem geben wir einen besonders einfachen Wert. Dieses μ 0 definieren wir jetzt, so wie wir das auch seinerzeit mit Epsilon 0 gemacht haben. Nur, wir haben es jetzt ein bisschen schwerer mit den Einheiten. Bei dem Epsilon 0 war das eigentlich klar. Da hat man ja das Q in einer Ladungseinheit gemessen und dann den Radius, den Abstand in Metern und die Kraft in Newton. Damit hat sich das alles im Wesentlichen recht klar ergeben. Hier kriegen wir da so ein B heraus. Und ich habe Ihnen noch gar nicht wirklich so recht gesagt, was dieses B so konkret tut. Es charakterisiert die Wirkungen magnetischer Felder. Und wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir dann auch hier einen konkreten Zusammenhang mit den mechanischen Kraftwirkungen bekommen. Das führt dann auf die sogenannte Lorentzkraft. Da brauchen wir noch ein bisschen dazu. Das kann man nur schrittweise einführen. Also ich bitte Sie hier um etwas Geduld. Wir werden jetzt zunächst einmal nur anschauen, wie kann man denn zu entsprechenden Strömen diese zugehörigen magnetischen Flussdichten B ermitteln, um dann in weiterer Folge nachzuschauen, was fangen wir denn mit dem B eigentlich an? Und da kommen wir dann zu der auch experimentell begründeten Lorentzkraft, die es dann ermöglicht, bei vorgegebenem magnetischem Feld B die zugehörigen Kräfte, die es sich da ergeben, auszurechnen. Aber das kann man nur schrittweise machen. Also jetzt einmal ist die Geschichte etwas indirekt. Und daher haben wir andererseits auch Freiheiten, wie wir dieses μ 0 bestimmen können. Und wir sagen, das ist gleich 4π. Mal 10 der minus 7. Also das ist dann sicher einfache Darstellung. Nichts mit irgendwelchen Kommastellen und Dezimalzahlen. Für Pi mal 10 der minus 7 Newton pro Ampere Quadrat. So definieren wir das μ 0. Und mit dieser Definition können wir immerhin bei einer vorgegebenen Stromstärke in diesem dünnen, unendlich langen, geradlinigen Leiter uns das B quantitativ ausrechnen. Wir wissen zwar dann nicht, was wir eigentlich haben, aber wir haben uns das ausgerechnet. Nicht? So wie der geschupfte Pferdl. Er fährt zwar schnell, aber er weiß nicht, wo er hin will. Nicht? Aber dafür ist er schneller dort. Also, was bedeutet das aber jetzt hier? Wir kriegen damit also hier die Möglichkeit, das B auszurechnen und andererseits diese Definition führt zur Festlegung der Stromeinheit
Ampere. Aber auch das muss sich noch verschieben. Aber wir können immerhin jetzt einmal die Einheit bzw. die Dimension von dieser Flussdichte B bestimmen. Diese Dimension können wir also leicht jetzt ermitteln. Wir brauchen nur da drüben alles einsetzen. Da haben wir das μ0 einmal dort stehen. Das μ0 hat Newton pro Ampere-Quadrat. Dann haben wir I, das ist Ampere. Und R, das ist Meter. Newton durch Ampere-Quadrat mal Ampere pro Meter. Naja, das schreiben wir ein bisschen um. Das Newton lassen wir noch stehen und wir machen daraus ein Newtonmeter durch Ampere-Quadrat mal Ampere durch Quadratmeter. Ich habe jetzt da nur einmal mit Meter erweitert. Und das fahren wir weiter um. Newtonmeter, das ist ein Joule. Und Joule, das ist Watt pro Sekunde. Oder anders gesagt, wir können jetzt schreiben, ein Watt mal Sekunde. So, Joule ist Watt. Watt ist Joule pro Sekunde. Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Also können wir dieses Newtonmeter jetzt umschreiben. Das ist also eine Energieeinheit. In Leistung mal Zeit, das ist Volt, Ampere mal Sekunden. Denn wir hatten ja das Joule'sche Gesetz, die Stromleistung ist Spannung mal Strom. Also haben wir Volt mal Ampere ist Watt, Watt Sekunden ist Joule. Dieses Newtonmeter haben wir jetzt umgeformt als Volt, Ampere, Sekunden. Naja, und das dividieren wir jetzt wieder durch dieses Ampere-Quadrat mal Ampere pro Quadratmeter. Da haben wir Ampere, Ampere, Ampere-Quadrat und es bleibt stehen Volt-Sekunden durch Quadratmeter. Und das nennen wir auch Tesla. Zur Erinnerung an den Herrn Tesla, der sich also sehr um magnetische Phänomene verdient gemacht hat. Ich möchte in dem Zusammenhang noch erwähnen, und diese Analogien werden wir jetzt noch ein paar Mal bemühen, dass wir seinerzeit bei der Elektrostatik den Begriff der dielektrischen Verschiebung, erwähnt hatten. Analogie. Wir hatten auch dort die entsprechende Dimension uns angeschaut und die Dimension der dielektrischen Verschiebung. D. Sie werden sich vielleicht noch an diese Größe erinnern. Die war Ampere-Sekunden pro Quadratmeter. Und Sie sehen, es wird hier nur Volt durch Ampere ausgetauscht. So hat diese Größe B eine formale Analogie zur dielektrischen Verschiebung D. Damit man hier gut weiterkommen kann, wollen wir jetzt eine wesentliche zusätzliche Größe einführen. Und zwar die berühmte magnetische Spannung. Sie werden sich denken, wir kennen ja die elektrische Spannung. Ist das vielleicht dasselbe? Nein, aber sie ist analog definiert. Analog zur elektrischen Spannung führen wir die
magnetische Spannung ein. Bei der elektrischen Spannung haben wir gesagt, das ist eine Arbeit pro Ladungseinheit. Daher war die elektrische Spannung, ich schreibe es jetzt UE, auf ein Integral E Pfeil dr Pfeil von einem Punkt P1 zu einem Punkt P2, zwischen denen diese elektrische Spannung halt gemessen wurde. Wir haben das U weggelassen bisher und haben nur U geschrieben. Jetzt schreibe ich halt UE, um sicher zu gehen, dass man das nicht verwechselt. Und wir definieren jetzt eine magnetische Spannung. Und das machen wir völlig analog. Anstatt E setzen wir ein das B. Und hinzufügen wir aus Dimensionsgründen, das ist ja nur eine Definitionsfrage, ein 1 durch μ0 und schreiben jetzt Integral wieder von P1 bis P2 B-Pfeil, dr-Pfeil. Also die magnetische Spannung ist wie die elektrische definiert, aber man betrachtet den magnetischen Flussdichtevektor anstatt des elektrischen Feldstärkevektors und fügt halt da noch vorn dazu, das macht man halt so, aus Eleganzgründen, wie Sie gleich nachher sehen werden, noch so einen konstanten Faktor 1 durch μ0 hinzu. Das ist die magnetische Spannung. Schauen wir uns die Dimension dieser magnetischen Spannung an. 1 durch μ0, das hat Ampere-Quadrat durch Newton. Ja? Dann haben wir B. Das haben wir da gehabt, Voltsekunden pro Quadratmeter. Und noch dr, noch mal ein Meter. Naja, und was kriegen wir da heraus? Wenn wir das weiter umformen, kriegen wir also heraus Ampere-Quadrat durch Newtonmeter, weil dieses Meter geht gegen dieses Quadratmeter weg. Ampere-Quadrat durch Newtonmeter. Und jetzt bleibt Voltsekunden stehen. Und dieses Voltsekunden schreiben wir jetzt auf, schreiben wir es aber so auf, mal Voltsekunden. Ja? Ampere-Quadrat durch Newtonmeter mal Voltsekunden. Und das können wir jetzt wieder umschreiben, indem wir diese Newtonmeter da unten wieder umschreiben, so wie hier, statt Newtonmeter schreiben wir Volt Ampere Sekunde. Leistung mal Zeit. Also bleibt stehen Ampere Quadrat durch Volt Ampere Sekunde, das soll ein Quadrat sein, Ampere Quadrat durch Volt Ampere Sekunde mal Volt Sekunde. Schauen Sie mal an, was da überbleibt. Das Volt gegen das Volt. Die Sekunde gegen die Sekunde, das Ampere gegen dieses Ampere. Es hat die Einheit Ampere. Also die magnetische Spannung misst man in Ampere. Analogie dazu. Die elektrische Spannung misst man in Volt. Wieder statt Ampere Volt. Da statt Volt Ampere. Das passt völlig zusammen und ist eine einheitliche Art, wie das passiert. Und jetzt, meine Damen und Herren, vielleicht muss ich wieder um 2-3 Minuten Überzeit Geduld bitten. Aber das müssen wir noch zustande bringen, denn dann haben wir das heute wirklich schön abgeschlossen. Wollen wir jetzt haben wir alle Größen, die wir brauchen, da jetzt die magnetische Spannung längs eines Kreises und einen dünnen geraden Leiter berechnen. Magnetische Spannung
Längskreises um geraden Leiter. Das können wir jetzt schon, weil das B in der Umgebung dieses geraden Leiters, das kennen wir ja schon. Wir können uns also dieses UM ausrechnen. Jetzt ist es aber längs eines Kreises, also längs einer geschlossenen Kurve. Das heißt, wir haben hier 1 durch μ0, aber es ist das Ringintegral längs dieses Kreises K. Da, um den Leiter herum. So einen Kreis betrachten wir. Ja? Ringintegral längs dieses Kreises K. Natürlich B-Pfeil, dr-Pfeil. Nicht von einem Punkt zum anderen, sondern halt jetzt rundherum. Kann man ja auch machen. Na, wie können wir das ausrechnen? Sehr einfach. Wir setzen einfach für das B von da oben ein. Und da steht einmal, also zunächst einmal, 1 durch μ0 bleibt da stehen, dieses Ringintegral formen wir um. Das ist ein Limes für immer feinere Einteilungen einer Summe über den ganzen Kreis K, den man in lauter kleine Teile aufteilt, so wie man das ja üblicherweise macht. B-Pfeil mal Delta R-Pfeil. Der Kreis wird in lauter solche Teile zerlegt, ein Teil hat ein Delta-R-Pfeil und das B-Pfeil ist parallel dazu, weil das B-Pfeil beschreibt ja diesen Wirbel rund um diesen Leiter herum. Daher kann man dieses B-Pfeil, Delta-R-Pfeil, schreiben als absolut B-Pfeil mal Delta-R, einfach der Länge. Na, das absolut B-Pfeil in einem bestimmten Abstand groß R. Wir wollen also da so einen Kreis mit Radius groß R betrachten, der da herumgeht. Bleibt natürlich da rundherum überall das Gleiche. Es ändert zwar die Richtung, aber der Betrag bleibt der gleiche, weil ja der Abstand immer das Gleiche ist. Das ist der Leiter. Der geht so senkrecht da durch die Tafelebene durch. Daher können wir dieses absolut B-Pfeil herausheben. Und kriegen also 1 durch μ0. Und dann haben wir hier, wenn man das absolut B-Pfeil heraushebt, ein absolut B-Pfeil mal den Limes der Summe über K. Und da steht drinnen Delta R. Weil das absolut B haben wir schon rausgehoben. Na, der Limes der Summe über alle Delta R, na, was wird das sein? Der Kreisumfang. Also das ist der Kreisumfang und das ist 2 Pi mal groß R. Ja? Das ist ja schon, nein, nicht Volksschule, aber unter Mittelschule, glaube ich, ist das schon, oder? Sie sind dem ja noch viel näher, Sie müssen das ja noch wissen. Ich habe das schon längst vergessen, wann ich das gelernt habe. Na und das absolut B, schauen Sie mal da her. Das absolut B steht dort. Da steht μ0 durch 2 Pi mal I durch R. Sehen Sie? Na, jetzt schauen Sie mal, was da überbleibt. Ist gleich 1 durch μ0 mal μ0 durch 2 Pi mal I durch R mal ja, groß R. Wir befinden uns ja im Abstand groß R mal 2 Pi groß R. Sehen Sie? Und jetzt kommt wieder eine Kürzungsorgie. Das μ0 geht weg, das 2 Pi geht weg, das R geht weg. Na, was sagen Sie jetzt? Es bleibt einfach die Stromstärke über. Es ist also die magnetische Spannung längs eines Kreises rund um diesen stromdurchflossenen Leiter
einfach gleich dem Strom, der durch diesen Leiter hindurchfließt. Und das ist das berühmte Ampere'sche Gesetz. Das gilt, wie sich dann leicht zeigen lässt, nicht nur für einen konzentrischen Kreis rund um den Leiter, sondern für jede beliebige geschlossene Kurve, die diesen Strom I umfasst, wo der Strom innen hindurchfließt. Ja? Also das Ampere'sche Gesetz sagt aus, dass die magnetische Spannung längs einer solchen Kurve, einer geschlossenen Kurve, durch die ein gewisser Strom I hindurchtritt, dass das gleich diesem Strom ist. Also wenn man hier eine geschlossene Kurve hat und da fließt also da so der gesamte Strom I durch das hindurch und man hat da die magnetischen Flussdichte-Vektoren B, die da so als magnetischer Feldwirbel rund um den Strom herum sind, dann ist das Ringintegral BdR längs dieser geschlossenen Kurve einfach gleich, noch mit 1 durch mu 0, gleich dem Strom, der von dieser Kurve umfasst, also eingeschlossen wird. Dieses Gesetz ist das siamesische Zwilling zu dem Gaußschen Gesetz der Elektrostatik. Und dieses Gesetz zeigt Ihnen jetzt gleichermaßen, warum wir da oben so komisch das μ0 durch 2π hinzugefügt haben, wie Sie beim Gaußschen Gesetz gesehen haben, warum es sinnvoll war, 1 durch 4π epsilon 0 zu schreiben. Weil da war es ein 4πr² von einer Kugelfläche, was sie da weggekürzt hat. Da ist es ein 2πr für diesen Kreis. Das ist eine andere Dimension. Dort war es die Kugel, da ist es der Kreis. Deswegen beim Coulomb 4π und da 2π. Und damit haben Sie also hier einen wichtigen Zusammenhang. Und schauen Sie, die Einheit der magnetischen Spannung ist uns ja auch in Ampere herausgekommen. Damit passt das auch. Die kommt wirklich in Ampere heraus, ohne irgendwelche zusätzlichen Konstanten. Und mit 4 Minuten Verspätung, aber hoffentlich doch einigermaßen spannend heute, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.